Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin. Moment, da stimmt was nicht. Ich mache das mal kurz in der Aufnahme. Ich kann mich nämlich nicht bewegen. Doch. Okay, ich hätte vielleicht einfach nur mal in den Bildschirm reinklicken sollen. Auf jeden Fall können wir weitergehen. Wir waren ja das letzte Mal auf dem Weg nach Sonnenweg. Und anscheinend sind wir gerade hier auf der Route, wo wir das Item hier finden. Und jetzt uns erstmal auf den Weg nach Sonnenweg machen. Hier gibt es, glaube ich, sonst soweit nichts mehr. Außer wir können hier noch kämpfen. Oh, wir erhalten eine TM, das ist schon mal sehr gut. Ich meine, wir brauchen die TM nicht, aber trotzdem ist es gut, dass wir sie haben. So, komm, lasst gegen mich kämpfen. Oder, ja, die wollen kämpfen. So, ein Doppelkampf. Da sind wir mit Chris schon mal sehr gut dran. Die sollten doch einfach zu besiegen sein. Wir machen einmal Eisstrahl auf Mantips. Und eigentlich ist egal, was wir benutzen. Einfach Funksprung auch noch auf. Oh Moment, Neo ist glaube ich schneller. Da machen wir es auf Remoraid. Weil ich bin mir natürlich nicht sicher, wie viel Schaden Neo macht. Und Chris sollte auf jeden Fall einen One-Hit schaffen. Konfusstrahl, ich hoffe, das geht auf Neo. Ne, geht auf Chris. Naja, ist ja auch egal. Entweder geht ein Angriff durch oder Neo macht das. Neo Knirscher dürfte jetzt etwas, doch etwas stärker sein. Also es war um einiges stärker war. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier noch alles aufräumen. Vielleicht sollten wir Neo nach Chris nach vorne machen. Weil Neo hat hier nicht so viele Chancen, obwohl mit Knirscher kommen wir auch ganz gut durch. So ist er nicht, aber Gastrodon. Andererseits, Chris ist ja schon Level 48, wenn ich das richtig gesehen habe. Knirscher sollte jetzt gar nicht mehr so stark sein, aber ich versuch's noch einmal. Ich meine, immerhin senkt es die Verteidigung mit Glück. Lebenbrühe, dann benutzen wir eine ähnliche Attacke einfach mal. Aber ich bezweifle, dass die reicht, ja. Ist nicht sehr effektiv, macht trotzdem einiges an Schaden. Aber Wasserdüse reicht auf jeden Fall jetzt. So, jetzt hätten wir das Level ab, jetzt kann auch Neo nach hinten, erst einmal. Obwohl, bei Masch, ach komm, wir haben doch bestimmt Kampf-Pokémon. Ach,
gab ja ein neues, stimmt ja. Aber Neo sollte gegen Mashok ganz gut sein. Ich hoffe, gut genug. Ja, ist gut genug. War auch ein Volltreffer. Weil es wäre doch schon ziemlich riskant geworden, wenn Mashok einen guten Schlag austeilt. Wäre Neo down gewesen. So, jetzt hätten wir hier aber alles aufgeräumt. Und wir können auch so einen Ewig. Der will noch nicht kämpfen, oder? Hey, Trainerkollege. Deine Pokémon sind in ihren Pokébällen gut aufgehoben. Aber das verbirgt ihre Aura nicht. Sie sind ganz schöne zähe Kerlchen. Oh, entschuldige, ich sollte mich wohl erst einmal vorstellen. Ich heiße Ignaz. Ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich habe dazu eine Idee. Vielleicht könntest du das erledigen. Es geht um den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann der Stromausfall. Hat seiner Laune sicher auch nicht geholfen. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Ich möchte, dass du ihm einen Kampf lieferst, der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt. Ich verlasse mich auf dich, heißt Sporn. Okay. Das können wir gerne tun. Aber zuerst einmal möchte ich in ein Pokécenter. Ich hoffe, wir kommen da auch so hin. Ne, kommen wir nicht. Okay. Mein Fahrrad war hier. War hier? 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 Ja. Oh, Entschuldigung, bisschen erkältet. So, jetzt erstmal die Pokémon heilen und ich denke, dann bewegen wir uns direkt mal in die Arena. Den Orden werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ist auch relativ egal. Aber es wäre dann auf jeden Fall der letzte schon. Vor der Arena leider. Vor der Pokémon-Liga. Jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung müssen wir? Hier gibt es auf jeden Fall ein Item, ein Donnerstein. Wir haben kein Pokémon, das das gebrauchen kann. Aber hier ist ein Pokémon-Fels. Das sieht aus wie ein die Vorentwicklung wie von Relaxo, glaube ich. Soll es darstellen. Mamfaxo. Oder Relaxo selbst. Ist das hier? Ne, ist der Leuchtturm. Da wird bestimmt später noch was passieren. Ah ne, Moment. Da passiert nichts mehr. Nichts mehr Besonderes. Aber ich würde gerne in die Arena leider. Da ist der Markt. Komm, wir werden die ja wohl jetzt noch finden können. Da sind wir hergekommen. Ah, hier haben wir es ja. Hey, du da. Er ist noch nicht zurück. Wenn er wieder da ist, weißt du, was du zu tun hast. Liefere ihm einen Kampf, den er so schnell nicht vergessen wird. Das erinnert ihn an seine Passion für Kämpfe. Ich verlasse mich auf dich, Heilsporn. Okay, das heißt, wir gehen in den Pokémon-Leuchtturm. Das wäre jetzt für mich die sinnvollste Lösung. Vorerst mal. Weil das hier sollte eigentlich schon sein. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonnewig. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich hier nichts mehr. Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern. Als Herr der Arena leider in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Okay, wenn er das tut, sehen wir auf jeden Fall, ob wir bereit sind für die Pokémon-Liga.
sind wir nämlich noch nicht. Für ihn sind wir bereit, für die Pokémon-Liga bräuchten wir noch alle schon auf Level 50. 53 sollte lang. So, jetzt mein Fahrrad schnell hingeradelt. Das war, glaube ich, oben lang. Ja, hier lang. Hey du da, er ist endlich zurück. Außerdem scheint er motiviert zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Zeitsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke der Kampfeslust auf ihn über. Na dann los, Zeitsporn. Ich warte auf dich in der Pokéliga. Okay, er weiß zumindest mal Bescheid, dass wir gewinnen werden. Zumindest Kilian. Ich vielleicht nicht, weil ich gar nicht so weit komme. Oh wow, bla 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 bla. Gib mir einen Trank, komm schon. Ja, okay, aber der sagt es uns gerade schon. Wo ist mein Beutel? Hier. Wir sollten nicht Neo nach vorn machen, sondern denn wir sollten erstmal unseren guten Wupan wieder mitholen. Oh, das wollte ich gar nicht. Scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt halt. Ja, komm. Reicht jetzt. Lass mich da ran. Und wir holen dich mit. Ruckelt gerade mein Spiel oder ist das die Musik? Ich gehe mal davon aus, dass es die Musik ist. So, jetzt gehen wir wieder rein. Hier noch einmal Pokémon abchecken. Dies können wir eigentlich vorne lassen. Machen wir auch so. Obwohl, wir wollen Nick doch erstmal auf Level 47 bringen. Moment. Jetzt. Kleine Rätsel. Na, jetzt aber nicht so schwer. Also ich denke, da gab es schon schwerere. Zum Beispiel die Elektro-Arena von Pokémon Feuerrot. Wir könnten Erdbeben benutzen. Wir versuchen es aber erstmal mit der Aura-Sphäre. Die ist nämlich auch ziemlich stark. Mit dem Volltreffer sowieso. Und da hätten wir auch schon das Level 47. Das Drachenpuls zu lernen, aber. Drachenpuls. Ist jetzt die Frage. 90, 100. Drachenpuls lernen, aber. Welche Attacke sollen wir dafür rausholen? Aurasphäre behalten wir auf jeden Fall drin. Was mit der Lichtkanone? Können wir uns die anschauen oder ist sie dann direkt weg?
Also, ehrlich gesagt, bin ich gerade überfragt. Ja, auch was wäre, das sollten wir auf jeden Fall behalten. Das heißt, entweder Fensteraucher oder Lichtkanone. Irgendwie bleibt's. Ich hau mal das hier raus. Ich denke, im Notfall können wir es ja auch wieder zurückerlernen. Das ist ja gar kein Problem. Nur ich habe mich jetzt für die Stahlkanone, Lichtkanone entschieden, weil die auch 10 AP hatte. Hier oben können wir erstmal nicht lang, okay. So, was bringt uns das jetzt? Gar nichts, oder? Oder können wir jetzt da oben durch? Ah ja. Ein Magneton. Ich glaube, war nicht Kampf gut gegen Stahl? Oder was anderes drum? Ich glaube, Kampf war stark gegen Stahl, oder? Ja, okay. Wäre auch ein bisschen verwunderlich gewesen, wenn es andersherum gewesen wäre. Moment, Moment. Wenn wir da jetzt nochmal drauf gehen, bringt uns das nichts, okay. Dann machen wir das so. So. Bla bla bla. Und noch ein Magnetilo. Da war es doch ganz gut, dass wir Nick nach vorne gemacht haben. Wupan hätte ja auch mit Kampf was ausrichten können. Deswegen kommt er auch als nächstes dran. Damit er noch ein paar Level bekommen kann. Luxio. Heißt das echt Luxio, das Pokémon? Wir versuchen es mal mit der Drachenpuls. Ich meine, wir haben noch andere Angriffe, die auf jeden Fall was ausrichten können. Angeberei. Na gut, das interessiert uns doch etwas. Wir versuchen es mit der Aurasphäre. Ja, schade. Aber das Gute ist, wir haben jetzt einen ziemlich guten Boost auf unseren Angriff bekommen. Das heißt, die nächsten sollten auf jeden Fall alle relativ schnell down gehen. Eigentlich sollten sie alle One-Hit sein. Wenn Luxio nicht eh schon das letzte Pokémon von ihm war. Noch ein Luxio. Wir versuchen es mit der Aurasphäre. Ich schaue nur, dass wir uns nicht selber angreifen. Ja, schade. Aber einen Angriff überleben wir auf jeden Fall. Oh, es wird knapp. Es wird sehr knapp. Es wird zu knapp. Ja, zu knapp. Dann kommt Wupan rein. Jetzt haben wir leider keinen Angriffsboost mehr, aber mit Feuerattacken sollten wir hier auch ganz gut klarkommen. Mit Tempo sind wir auf jeden Fall Erster. So. Hätte er uns eigentlich schon so weit, dass wir
Was machen wir jetzt? Wir gehen einmal unsere Pokémon heilen. Ich denke, dadurch, dass ich jetzt eh Schluss mache, brauchen wir nicht irgendwelche Tränke verschwenden. Und Kilian könnte das dann nächste Folge, ohne einmal eigentlich diesen Trank zu benutzen, könnte er es schaffen. So, jetzt gehen wir aber noch mal kurz vorne hin. Weil lieber verschwenden wir die Zeit am Schluss einer Folge als am Anfang der nächsten. Das hier geht ja eh schnell. So, hier zweimal drehen. Dreimal. Oh. So. Da ist auch noch ein Trainer. Da speichern wir. Ja, sorry, falsche Taste. Nochmal falsche Taste. So. Dann speichern wir hier und ich verabschiede mich. Die nächste Folge gibt es dann wieder bei Kilian. Auf Wiedersehen.